Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac Repentance. Ich wollte heute Paper Mario machen, aber mir geht's scheiße. Also, mach ich lieber was, wo ich weiß, dass ich es nicht kann oder nicht will. Das heißt, wir machen die Chest mit. Beziehungsweise, wer war der Boss in der Chest? Ich müsste lügen, wenn ich sage, ich wüsste, dass mir. Mein Kopf ist gerade empty. Also MT. So leer, dass nicht mal empty richtig geschrieben wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gerade sehr krank werde. Aber das ist okay. Ich habe mich ein bisschen erholt nach dem Stream. Und fühle mich dafür um einiges besser. So, die haben jetzt alle geschossen, die können das mal eine Weile nicht. Und ja, ich sammle Geld, dass ich beim Goldraum rerollen kann. Denn Spider Baby ist nett. Aber echt weit vom Nonplusultra entfernt. Und ich habe gerade einen Scheißhaufen verschwendet, zerstört. Genauso wie das halbe Soul Heart. So. Machen wir den Boss. Vielleicht kommt dabei ja irgendwas raus. Vielleicht verschwende ich auch einfach Dano-Bomben. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Aber hey, wir haben. Der Damage Multiplier funktioniert wieder. Ohne dass ich vorher sterben muss. Hey, wie schön. Das gefällt mir doch. Wollte ich auf Zelda streamen nachher mit Tommy? Sehr gut, ich weiß nämlich nicht, ob ich heute Zelda streamen werde. Also, es ist sowohl für euch heute als auch für mich. Ich nehme das morgens um 0:01 Uhr auf. Ist 0:05 Uhr. Und ja. Bin mir echt nicht sicher, ob ich nachher mit Tommy Zelda streamen will, wenn ich mich dann auch noch so fühle. Ich weiß ja jetzt schon nicht, was ich sagen soll. Ja, jetzt schon, Kage. Wir verwenden alles von den zwei Münzen, was wir verwenden können, um den Reroll zu bekommen. Ich hoffe. Und wenn nicht, dann nehmen wir einfach Spider Baby mit. Und jetzt kommt irgendein beschissenes Drecksding. Ne, jetzt kommt gar nichts. Dann Spider Baby. Scheiß drauf. Wenn es jetzt wenigstens was bringt, da reinzugehen, dann will ich das. Wenigstens machen. Der Run hier, der ist nämlich sowieso tot. Oh Junge, Jesus Christus. Ja, wir wollen sowieso nicht zu Mother. Fällt mir jetzt gerade auf. Wir haben einen Tinted Rock übersehen, das weiß ich. Das ist mir nicht neu. Der war in dem großen Raum in der Mitte irgendwo. Also wo wir nicht ankamen. Och Mann. Geh mir doch nicht auf den Sack. Ekelhafter. Der Boss ist nämlich bei weitem absolut nicht schwer. Der ist nur hyper nervig. Sag mal so richtig hyper, super, mega, ultra, super, duper heftig. Nervig. Aber hey. Da haben wir ihn fast. In letzter Zeit tauchen viel zu viele Katzenvideos auf meinem YouTube-Account auf der Startseite auf. Katzen sind eine Spezies für sich. Des Weiteren sind sie flüssig. Und niemand kann mich vom Gegenteil überzeugen. So. Wir können auch The Beast machen. Habe ich nicht gesagt, dass ich krank werde? Naja.
Soll mich ehrlich gesagt auch gerade nicht weiter stören. Ich habe ja ab Montag nur Schule. Ich bin mir wirklich sicher, dass das nur eine Erkältung ist, soweit. Eine Pille. So, eine könnte ich im Real Life gebrauchen. Ahahaha. Full Health könnte ich wirklich gebrauchen, lol. Die Ironie. Diese ironische Ironie. Ich mochte das. Achso, erstmal Kontext. Ich habe Adventure Time geguckt. Bin jetzt bei Staffel 3 irgendwo. Laut der Seite, auf die ich das gucke. Und, Sekunde. Letzte Staffel ist Prinzessin Bubblegum ja zum Kind geworden. Und. Fand ich eigentlich ganz interessant. Vor allem, dass sie sich dann auch mit Finn auseinandergesetzt hat, so richtig. Aber das hat nur eine Folge angehalten hat, ne? Das ist frustrierend. Okay. Merke ich mir. Ah. Hä? Geht's da unten weiter? Ah, oh, ich habe die Tür nicht gesehen. Oh. So, ich wünsche mir jetzt. Ich wünsche mir einfach nur, dass es kein Trash Room ist. Dankeschön. Weil Items kann man mit einem Deep Fall später noch rerollen, falls nötig. Und ja. Ey, Secret Room. Burnt Penny brauche ich nicht. Das sind ziemlich viele, viele Trinkets. War hier was? Nö. Da war nur Bullshit. Apropos Bullshit, lass uns zum Boss gehen. So. Ich werde aber auf jeden Fall mit Tommy Mario Party streamen, irgendeinen Tag. Freitag, Samstag, weiß ich doch nicht. Ah, scheiße, ich muss ja jetzt vorproduzieren, theoretisch. Warum kriege ich so viele Trinkets? Oh mein Gott. Junge. Ich glaube, der Run mag mich gerade. The Sun. Strength. Ey, ist eigentlich nur gut für diese Ebene. Sehr schön. Soulheart und Sackhead. Dann will ich Dame sprengen, weil bumm. Dann nehme ich das. Dann mach das. Dann kaufe ich das und dann da und dann ja. Yeah. Mann, oh Mann, bin ich ein Hengst heute. Was meine ich mit Hengst? What the fuck? Ich wollte Epic Gamer sagen. Ich glaube, ich bin heute kaputt. Ich glaube, ich brauche einen Reparaturservice. Oh, es ist nur Pin. Pin, du brauchst auch gleich einen Reparaturservice. Ich weiß nur noch nicht, ob Telekom oder Vodafone. Oder doch O2? Ihr wisst ja, O2 can do. Nein. Level Deals sind zwar vergünstigt, aber hey, kosten immer noch Geld. Leben.
Ah, Mama. Warum brennt die ganze linke Seite? Ah. Mama, Hilfe. Ach Gott. Oh, danke, Cube of Meat. Vielen Dank. Dieser Raum ist scheiße. Oh, hey. Goldschlüssel. Also, wenn das mal nicht hilfreich ist, ne? Dann weiß ich auch nicht. Oh, hey. Hallo. Boss. Hallo, Boss. So. Mama. Ich will die Pilze hier sprengen. Hey. Das ist ein Zeugnis meines Glücks. Wenn es mir irgendjemand sagen will, es ist eine schlechte Idee, aufzunehmen, wenn ich krank bin oder mich krank fühle, der soll sich mal schön hinten anstellen. Ich weiß das nämlich selber. Oh, hey. Damage up. Yay. Oh, hey. Hätte ich nicht tun sollen. Versuchen wir es nochmal. Ich muss mal wieder mit Tainted Cain spielen. Ich hoffe, diesen Run kriege ich nicht so viele Scheiß-Trinkets. Oder mittelmäßige, die mich dazu verleiten, mein letztes mit wegzulegen, was aber auch nicht gut war. Kann ich bitte nicht so viel Damage nehmen? Kann ich bitte überall hinscheißen? Da kriege ich nämlich gut Geld bei. Also, wenn ich krank bin, habe ich das Gefühl, dass ich fünfmal so viel Zahnbelag habe oder so. I. Bäh. Ich weiß, das wollte nicht wissen, aber ich rede mehr instinktiv als andere. Ich merke erst, was ich sage, während ich dabei bin, es zu sagen. Eine sehr schlechte Eigenschaft. Das verstehe ich. Aber was kann ich dagegen machen? Tatsächlich erstaunlich wenig. Zumindest aktuell. Judgment. Ich judge dich gleich, du Spacko. Hey, Bullshit. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Nee. Ich bin mir bewusst, dass ich durch den Mangel an einem Goldraum-Item direkt eigentlich den Run restarten sollte, rein logisch gesehen. Dass ich eigentlich jetzt schon komplett zerstört bin. Besonders weil ich schon anderthalb Herzen. Ich habe die Hälfte meiner Herzen verloren. Ich sollte wirklich den Run neu starten. Aber hey. Ich muss doch Dinge hinauszögern. Wie ich zögere. Nein. Aber hier hin. Mann, bin ich gut. Fünfer. Fuck. Hätte nämlich wirklich gerne Moms Box mitgenommen. Hätten mir zwar wieder das gleiche Trinket-Problem gegeben, aber dafür wären alle Trinkets doppelt so stark. Die Starken werden noch stärker und die Schwachen noch schwächer. So war es in der Menschheitsgeschichte schon immer. Und so gilt es auch für die Trinkets. Manchmal. Freund, bitte, bitte nimm dein Kind von mir weg. Ich weiß nicht, warum ihr mich angreift, aber dein Kind ist aggressiv. Ich wollte gerade anfangen, über das Jugendamt zu reden. Da bringen sie mich um.
Was mir das wohl sagen soll? Ich weiß es nicht. So. Oh, hey. Bibliothek. Da brauchen wir nur einen Schlüssel für. Einen sind da Karten drin. Weil es gibt zwei Bibliothekräume im Spiel, die genau diesen Scheiß machen. Pisces, Feuerrate und Knockback. Das ist okay. Das ist ein gutes Item. Feuerrate ist immer gut und Knockback kann auch nicht schaden. Junge. So. Ganz ehrlich, vielleicht überlege ich mir das auch nochmal, ob ich zu Tommy gehe morgen. Nur vielleicht. Kann ich ja nicht. So. Aua. Ey, ich komme nie in die Buchraum. Bücherei. Das Buchetarium. Nee. Let me get on these nuts. Lost Soul. Hey. Torwart. Petrified Poop wäre stark. Aber krieg mal Petrified Poop her. Ich wünsche mir, dass die Lost Soul wenigstens eine Ebene lang überlebt. Das sind quasi Gegner, die sich von allein bekämpfen. Ich muss nur ihre Scheißhaufen öffnen. Und dann können sie mir einen Scheiß. Speed up. Naja. Nehmen wir mit. Dann hauen wir ab. Ich sage euch, trinkt etwas. Stay hydrated, my friend. Oh, hey, Rosary. Wir haben jetzt einen guten Tierstat. Achievement get Tears. So. The crying is strong now. Oh, hey. Oh, hey, die sind auch stark. Jetzt nicht mehr. Machen wir was. Ah, scheiße. Lost Soul? Du bist tot. Essentiell ist die Lost Soul einfach tot. Hi, 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 hallo. Essentiell ist die Lost Soul einfach tot. Oder auch nicht. Hallo? Was ist denn los? Gib mir Devil Deal. A Pound of Flesh. Ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Nicht mit diesem Charakter. Mit Greed vielleicht. Mit Greed vielleicht. Aber nicht mit Blue Baby. Das könnt ihr ja mal richtig abschmatzen. So. Freund. So. Eine Bombe und ein zweiter Schlüssel oder zwei Bomben wären schick. Wenn ich Wünsche äußern darf, ausnahmsweise. Liebes Spiel. Das ist nicht eine Bombe. Und nicht mal ein Schlüssel. Hey, dafür haben wir ein Speed-Up. Mann, ist das gut. Besser könnten wir es nicht haben. Junge Mensch. Seht ihr, wie gut es mir geht in diesem Run? Wie freundlich mich dieser Run behandelt? Spürt ihr das? Also, spüren Sie es, Mr. Krabs? Also ich spüre es.
Uralte Männer waschen. Macht sowas denn Spaß? Also mir schon. Ist ein Trinket. Und dazu besser als keins. Und da wird jetzt eine Bombe auftauchen. Ich wette mit euch. Ach Mann. Komm. Oh. Okay. Dann halt nicht. Ach, keine Sorge, das wird uns die Lost Soul nicht abnehmen. Wir müssen nur ein bisschen quick sein. Ein bisschen fast as fuck, boy. Bad trip. Scharf. So. Das ist, glaube ich, eine der ersten Räume, die ich in Isaac betreten habe, seit ich das Spiel selber besitze. Dachte mir nur, ich will euch das vielleicht mal sagen. Goldraum. Zitronenmissgeschick. Oh oh. Oh oh. Apropos, was trinken. Ich werde jetzt etwas trinken. Warum habe ich mir eigentlich ein Markengetränk mitgebracht? Das ist scheiße teuer. Hallo Bibel, willkommen in unserem Kreis. Wollte nur mal fragen, bin ich eigentlich der Einzige, der, sehr schön, der den Hype um hohe Geldsummen und Zahlen nicht versteht? Also die ganzen Videos mit das teuerste Steak der Welt für 20 Milliarden Euros oder was auch immer. Ich gucke diese Videos nicht. Das merkt ihr daran, dass ich nicht einen Titel vernünftig sagen kann. Ich meine, das hat nicht mal Sinn gemacht, was ich gerade gesagt habe, glaube ich. Würde mich zumindest nicht wundern. Also ich kann auch nicht verstehen, warum Leute sich viel zu teure Schuhe kaufen. Ich weiß zwar nicht, wie viel meine gekostet haben, aber yo. The Unknown. Ah. Wahrscheinlich von der Sewell Collection. Bei Dross Collection, was auch immer. Wenn ich mich recht entsinne, haben meine Schuhe gerade mal 20 Euro gekostet. Funktionieren auch. Was ist jetzt das Problem an denen? Außer dass sie billig waren oder günstig. Habt ihr jetzt seit einem Jahr zugegeben, das ist noch nicht viel für so ein paar Schuhe, glaube ich. Glaube ich. Aber das sind auch die ersten Schuhe, die ich mir selber gekauft habe, also. Ne? Ich verstehe zwar, warum. Ich verstehe das zwar nicht. Und dann kann man meinen, ja, du kaufst ja doch auch teure Scheiße wie eine Nintendo Switch. Okay, habe ich noch nicht, aber ist auf jeden Fall auf meinem Zettel. Aber was wollte ich sagen? Was will das Kind in mir sagen? Was will ich sagen? Da ist ein bisschen Kohle. Gehen wir in den Shop. Im Schlimmsten können wir dann einen Schlüssel kaufen, wollte ich sagen, aber nochmal die Unknown. Was soll das jetzt? Verstehe ich nicht. War dann Rock? Nein. Verstehe ich nicht. Komische Scheiße. Moment, ich brauche einen Schlüssel. Das heißt, ich gehe da ran. Und dann mache ich das hier. Was eigentlich
super kontraproduktiv ist. Kontraproduktiv. Kontraproduktiv? Es ist kontraproduktiv. Jetzt fängt an, meine Nase zu laufen. Mann, Mann, Mann. Heute alles auf einmal, nicht wahr? Pfui. Pfui, Deibel. Judgment. Mit dir kann ich sowieso nicht anfangen. Ich hätte dich zwar nicht sprechen sollen, aber mit dir kann ich nicht anfangen. Und so geht man mit Kindern um. Ganz sicher. Ich bin Kinderpfleger. Ich sollte so nicht reden. Aber hey. Schwertfisch. Ich mag den Schwertfisch. Alter, der Schwertfisch ist sehr kontraproduktiv. Kontraproduktiv. Damage Up ist aber sehr produktiv. Auch Produktivität. Curse of the Lost. Ich weiß nicht, ob ich mich über den Schwertfisch jetzt freuen soll. Der ist auf jeden Fall eine coole Idee. Aber ob das so hilfreich ist, muss ich mir noch überlegen. Bin ganz ehrlich, ich wünschte mir, dass ich nicht genau dann krank werde, wenn Scheiß verdammt nochmal Schule ist. Ace of Hearts. Muss man auf jeden Fall morgen Taschentücher besorgen. Komm schon, Schwertfisch. Yeah, er hat getötet. So, jetzt kriege ich ein Geld und einen Schlüssel. Und eine Holy Card. Aber wird sie mir was bringen? Die Frage lässt sich noch nicht beantworten. Und das alles und viel mehr erwartet ihr in der nächsten Folge von The Binding of Isaac Repentance. Nee, was zum Fick ist diese Scheißkarte? Ich verstehe sie nicht. Hätte ich in einer anderen Reihenfolge kaufen sollen. Ist egal. Two of Clubs. Immer wieder weird zu sehen, eine andere Zahl als 1, 7 und 5 zu sehen. In diesem Shop. Aber hey. Ach so, ein Common Cold. Willst du mir irgendwas sagen, Spiel? Mich wundert es übrigens, dass die Entwickler noch kein Corona Dingens hinzugefügt haben. Es gab ja zwischendurch Updates seitdem. Jo, wir haben die Dingens entfernt, krass. Die komischen Dinger da. Die komischen, ihr wisst schon. Gerne, aber ich brauche die Bibel. Ich habe keine Lust, gegen Marm zu kämpfen. Also wirklich nicht. Das ist ekelhaft. So, wir wollen zum Goldraum. Hey. Werd mal nicht zu wild hier, Run. Werd mal bloß nicht zu wild.
Der glaubt, er kann Schabernack mit mir treiben, aber nein. Ich treibe Schabernack mit ihm. Nee. Ich möchte übrigens anmerken, ich laber jetzt Zeug, das ich unterhaltsamer, nicht lustiger, unterhaltsamer finde als sonst. Vielleicht sollte ich öfter krank sein. Vielleicht sollte ich das. Wahrscheinlich sollte ich das endlich. Freund. So. Komm schon, kleiner Loki. Gegen die Wand mit dir. Hau drauf auf die Kacke. So. Der Stapler, Damage ab. Gleich weiter. Eine Zeit verlieren. Jo, die Blutrechte. Nein. Wie sehe ich aus wie Eve? Oh, nein. Rock Bottoms kleiner Bruder. Ich weiß nicht, was er macht, aber. Oh. Der Arme. Tut mir so leid. Ich nehme den mit. Nimm den Freund mit. So. Kann ich den Fisch nicht einfach generell auf Distanz haben, bitte? Schwertfisch auf Distanz ist mir lieber als Schwertfisch direkt vor der Fresse und Gegner mit drin. Nee. Interessant ist übrigens auch, dass mir jetzt auffällt, dass, also jetzt erst, dass das nächste Isaac-Update mitten in meiner Schulzeit kommt. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt Ende November oder Anfang Januar ist. Mitte Dezember oder Anfang. Nee, mit Ende November, Anfang Januar ist. Mann. Ende Dezember. Nee, Ende Januar. Ende November. Anfang Dezember. Jetzt verstanden. Sehr schön. Sehr schön, dass es nur der Blaue ist. Der Rote, der wird mich umbringen. Was ist es ein Fehler, aber ich guck mal. Ah, hey. Das ist sogar nichts Gutes. Weil ich aber sagen muss, Sagittarius ist nicht schlecht. Ich habe eine Discord-Nachricht bekommen. Wenn ich eine Discord-Nachricht bekomme, dann ist es interessant. Pause. So, ich bin wieder da. Secret Room. Oh hey, diesmal kriegen wir wirklich die Lost Soul. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich sie verlieren will. Oder dass ich sie jetzt verlieren darf. Schrägstrich kann. Nee. Wir brauchen nichts mehr, wir sind tot. Dann sage ich liken, kommentieren, abonnieren, Glocke bemühen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.